Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zelda-Fans, zu einer weiteren Folge mit Zelda Breath of the Wild von Holy Moly Bargers Gaming. Ja, an der letzten Stelle haben wir hier aufgehört, beim letzten Mal. Und hier versuchen wir einfach mal jetzt zu diesem Schrein da oben zu gelangen. Man sieht ihn gar nicht. So, hier ist es eisig kalt, wie man sieht. Ja, schön, jetzt kommen hier auch noch Skelette raus. Ja, weil es dunkel ist. Komm, scheucht euch weg. Oh. Man verliert hier auf jeden Fall Herzen, einfach nur vom Dastehen. Durch die Kälte. Jetzt probieren wir gleich mal unsere Suppe aus. Ob das hier auch so funktioniert, wie das da steht. Der bibbert sich ein ab. Knallrote Nase, rote Wangen. Der zittert wie so ein kleines Schneeküken. Gut. Einmal essen. Voila. Als wenn nichts gewesen wäre. Als wenn er gerade frisch aufgestanden ist. Herrlich. Fledermäuse. Und schön. Die anderen Rezepte fallen runter. Manu. Ah, okay, hier ist eine Metallplatte, die müsste quasi darüber als Brückenersatz. Gut, probieren wir das doch gleich mal aus. So, kann man das hier irgendwie noch drehen, oder? Mann. So. Ich weiß nicht, ob die dann so hält. Ja, so sieht's gut aus. Na, ist doch gar nicht mal so schlecht. Stabil ist es auch. Wunderbar. Na, wer hätte es gedacht? So, da oben ist irgendwo der Schrein. Jetzt links und rechts. Also, allzu lange können wir uns hier sowieso nicht aufhalten. Also, ich habe höchstens noch zweimal dieses scharfe Kochrezept. Deswegen sollte ich mich, wenn dann, schnellstmöglich zu dem Schrein bewegen. Probieren einfach mal den Weg rechts um den Berg rum. 3 Minuten 30 ist ja nicht gerade lange, um hier irgendwie mal im Schneegebiet Urlaub zu machen. Man sollte doch etwas winterfeste Kleidung mitbringen. Mann. Hier ist die eisige Mauer. Die chinesische Mauer zieht sich hier überall lang. Herrlich. So, Autosave wurde gerade gemacht. Sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Ist hier irgendwas? Ne, hier ist gerade nichts. Da drüben ein riesen Canyon. Herrlich. Hier ist nichts. Außer die eisige Kälte. So, ich denke mal, wir sind hier auf dem richtigen Dampfer. Also wir kommen immer höher. Da oben irgendwo ist der Schrein. Sind auf jeden Fall nicht weit weg von unserem Punkt. Da können wir jetzt leider erstmal noch nicht hin. Weil wie gesagt, unser Essen reicht dafür nicht aus. Wir brauchen... Oh, was ist das? Uiuiuiui. Wer schmeißt die? Ah, Bock Blinz. Da sieh einer an. Ui. Ah, er schmeißt die Fässer und die vereisen scheinbar, glaube ich. Und somit wären das dann Schneebälle, die dann runterkommen. Dann nehmen wir erstmal ein Grillwild. Herrlich. Kann ich hier noch irgendwas machen? Warten? Nee, warten wollen wir nicht. Wir nehmen natürlich die Bockblindhörner mit. Explosionsfässer. Aha. Ja gut, die brauche ich jetzt nicht. Nicht, dass ich wüsste. Für was? Ah, eine Aussicht. Eine Aussicht. Traum. Traum von einer Weltkarte. Herrlich. Okay, hier ist eisiges Wasser. Da werden wir nicht schwimmen. Da ist eine Kiste, an die wir jetzt noch nicht rankommen. Nee, das kann man hier nicht einsammeln. Das sind auch wieder kleine Bäumchen. Ob die irgendwann mal groß werden? So ringsrum, da ist auf jeden Fall der Schrein. Da werden wir uns natürlich noch gleich hinbegeben. Vielleicht gibt es da wird sicherlich irgendein Item geben, irgendeine Kraft, womit ich da an die Truhe rankomme. Vielleicht Wasser, Verdampfer oder was weiß der Geier, was sie sich hier noch einfallen lassen haben. Da bin ich mal gespannt. So, wir skippen das Ganze hier natürlich. Ist ja immer das Gleiche mit den Schreinen. Skip. Während du schwimmst, nimm deine Ausdaueranzeige ab. Wenn sie leer ist, ertrinkst du. Ja, den Tipp hättest du mir auch mehr eher geben können. Haltbarkeit von Waffen, jede Waffe. Aha, das war jetzt ein bisschen schnell. Okay. Wir sind schon mal drin. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Tomi Soka. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Gut. Oh, Kälteschutz läuft ab. Ich hoffe, hier drinnen ist es nicht kalt. Ich hoffe es zumindest. Leicht windgeschützt ist es ja hier drin, ne?
Deswegen hoffe ich doch mal nicht, dass wir hier laufend was essen müssen. Ansonsten müssen wir uns beeilen und in 3 Minuten 30 das ganze Ding schaffen. Schade, dass man das hier nicht überspringen kann. Weil ist ja im Endeffekt auch immer das Gleiche, was man sich hier anguckt. Deswegen. Kryomodul lässt Eissäulen aus, was auf Wasser entstehen. Die Eissäulen sind sehr hart und schmelzen nicht. Sie dienen als Plattform oder Hindernisse. Bestehende Eissäulen kannst du anvisieren und zerstören. Ah. Coole Sache. Das ist ja mal nice. So, Kälteschutz abgelaufen. Er friert auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal gut. So, da wollen wir es doch gleich mal ausprobieren. Kryomodul. Ah. Kann man damit die Höhe bestimmen? Nee, es wächst automatisch bis ganz hoch. Aber am Eisblock kann er hochklettern, ne? An diesen Wänden hier nicht, aber am Eisblock. Hm. Kann ich eigentlich unter mir so eine Plattform machen? Ich muss da bestimmt drüber springen. Einen Schalter gibt's hier nicht. Einfach mal unter mir. Ach, das Tor mit anheben. Okay. Ich hatte jetzt eigentlich vorgehabt, das Ding vor dem Tor zu platzieren und so mit drüber zu hoppen. Aber ja, das ist natürlich auch eine krasse Idee, das Tor anzuheben. Sehr nice. Komm her. Kommst du her? Miststück. Boah, One-Hit. Naja gut, das ist ja auch ein Soldatenschwert. Antike Schraube nehmen wir natürlich gerne mit. So, muss ich jetzt darüber oder gehen wir hier rüber? Ich weiß schon. Ich weiß schon, was die hier vorhaben mit mir. Ja, genau, da werden wir jetzt das Ding. Mensch. Yep. Okay, links oder rechts, da könnte ich mir quasi aussuchen. Ah, da ist eine Kiste. Ich brauche die Kiste. Och, Manu. Kiste. Zerstören. Mach mal was Neues. Komm, hoch mit dir. Was gibt's hier Schönes? Reiselanze. 14 auf 3 Angriff. Schön. Was hauen wir weg? Fackel, Bockblindknochen. Ja, das können wir wegschmeißen eigentlich. Und kaputt. Reiselanze. Dann nehmen wir die mit. Hiermit halten sich reisende Wölfe vom Leib. Aha, hiermit halten sich gut gewichtet und leicht zu verwenden. Okay. Ich weiß zwar nicht. Wölfe habe ich ja noch nicht gesehen. Aber man weiß ja nie. So, wir müssen darüber. Ach, komm. Hallo, Link. Jetzt. So, kamen wir. Ja, da drüben ist eine Treppe. Ah, das war's schon. Da gibt's da hinten jetzt noch irgendwas? Bevor ich da jetzt weitergehe, ich schaue nochmal nach. Also das... Irgendwas ist da doch. Ach nee, das ist doch der Anfang. Mensch, da habe ich doch angefangen. Ja, da ist mein Podest, wo ich hier mein Update für mein Tablet gemacht habe. Nee, alles gut, alles gut. Da war's das schon in dieser Schrein, also in dieser Prüfung. Holen wir uns noch die Bewährung ab. Ja, das können wir theoretisch auch überspringen, wenn es denn geht. Hast schon geil gemacht. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Überspringen. Zeichen der Bewährung. So, aber jetzt muss er uns dieses Parasegel geben. Geht gar nicht anders. Also jetzt haben wir schon 4 Schreine gemeistert. Also einen hatten wir schon. Danach hat er gesagt, ich sollte 3 Schreine machen. Haben wir somit gemacht.
Bombenmodul plus Wind. Die Bomben sind leichter, als sie aussehen. Du kannst dir zunutze machen, dass sie vom Wind beeinflusst werden. Aha. Monsterwachtürme, ja, das haben wir schon. Was haben wir noch? Klettern, du kannst nicht auf Felsinge oder Deck. Meine. Ja, da ist der Alte. Genau das will ich haben. Nun hast du in allen Schreinen auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Hohoho, es ist soweit. Link, es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Was für eine Wahrheit? Sieh auf deine Karte und denke dir gekreuzte Linien zwischen den vier Schreinen. Dort, wo sich die Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Hast du verstanden? Wo die Linien zwischen den vier Schreinen sich kreuzen. Och, jetzt ist es wieder kalt. Was? Parasegel gibt er mir jetzt noch nicht. Na schön. Wo die Linien zwischen den vier Kreisen sich kreuzen. So, was sind denn die Schreine jetzt? Das war ein Schrein? Ja, das war ein Schrein. Das war ein Schrein. Also ich vermute mal. Zitadelle der Zeit, natürlich. Die Zitadelle der Zeit. Hier kreuzen sich alle vier Linien. Das ist, denke ich mal, der kürzeste Weg dahin. Vom Schrein des Lebens aus. Da, ich sehe sie schon von hier aus, Zitadelle der Zeit. Die sieht man ja von ganz weit weg. Aha, Schickerstein, bestimmte Dinge, Orte merken willst, kannst du verschiedene Stempel dafür verwenden. Ja, das ist klar. Menscheninsekte sind nachtaktiv. Tagsüber wirst du ihnen nie begegnen. Manche Insekten. Kryomodul. Okay. So, na, jetzt bin ich mal gespannt, was der alte Mann uns zu sagen hat. Oder ob uns das Segel jetzt doch nicht rausrückt. Na, das wär's. Da kriegt er aber was zu husten hier. Dem lese ich die Leviten. Komm, komm, komm. So. Wir müssen mal aufpassen, nicht, dass wir hier irgendwie noch ein Käferchen verschrecken. War ich mal auf diesem Baum oben? Nee. Gibt's hier überhaupt was? Und. Ach nee, so rutscht er nicht runter. Wipp. Nee, der Käfer ist nicht nochmal da. Bin mir auch mal, würde mich auch mal interessieren, wieso die Respawn-Zeit ist. Also, wann die Käfer oder Pilze oder was weiß ich auch immer wieder auftauchen. Beziehungsweise auch die Gegner. So, da ist die Zitadelle der Zeit. Da müssen wir hin. Hier ist der alte Mann auch jetzt weg. Jetzt kann man ja gar kein. Ich frage mich, wie man hier. Oh, da ist noch eine Bombenwand. Die muss ich auf jeden Fall auch noch sprengen. Jetzt weiß ich gar nicht mal, was ich sagen soll, wollte. Ja, genau. Wie man Feuer anzündet. Oh, so aus dem Nichts quasi. Wenn jetzt kein Brenn. Ja, Feuerpfeile ist klar. Aber wenn man jetzt keine Feuerpfeile verschwenden möchte, wie man da jetzt sich ein Feuer, ein Lagerfeuer anmacht. So. Ach, siehst du. Hier habe ich doch gar nicht die Viecher untersucht. Ja. Hier sind doch überall noch diese Schrauben oder Zahnräder. Genau, das müssen wir da alles mitnehmen. Jeden Wächter untersuchen. Antike Schraube. Da ist auch noch einer. Gibst du mir was? Manu. Ist doch gut. Komm, untersuchen. Antike Achse. So, na rein theoretisch müsste der ja hier sein. Nochmal Waffen. Waffenvasen zerwerfen. Hier droppen aber auch keine Rubine raus, ne? Das ist kurios. Oh, jetzt kommt mal was. Pfeile sind immer gut. Pfeile sind sehr, sehr wichtig. Hier oben ist nix. Auch nicht. Würde mich mal echt interessieren, wie man hier irgendwie an mehr Rubine rankommt. Irgendwie droppt hier gar nichts am Anfang. 5 Rubine, immer noch bis jetzt. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, wo soll der jetzt sein? Muss ich jetzt nochmal beten?
Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Du scheinst 4 Zeichen der Bewährung zu besitzen. Für 4 Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Ich habe bitte Ausdauer, ich habe bitte Herzen. Du möchtest einen zusätzlichen Herzcontainer? Ja. Oh, geil. Jetzt haben wir 4 Herzen statt nur 3. Mensch, jetzt können wir ja fast überall überleben. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfung besteht, erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen. Aha, hier kann man also nur an mehr Herzen rankommen, indem man seine Bewährungssteine quasi eintauscht. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Hyrule. Der alte Sack lacht mich schon wieder aus. Wo ist er? Der Segen der Göttin scheint dich tatsächlich ein gutes Stück stärker gemacht zu haben. Ja, wegen dem ein Herz. Hier bin ich. Komm zu mir hoch. Na Mensch, komm doch schneller runter. Meine Güte. Da lässt er mich hier auch noch rumklettern. Ich war da oben schon mal. Opa, falls du nicht mitgekriegt hast. Antike Schraube nehmen wir mit. Ah, da ist noch ein Wächter. Schön, dass die solche Teile fallen lassen. Gut. Haben wir jetzt hier alle Wächter? Ja, hier scheint keiner mehr zu sein. Ja, da klettern wir mal auf. Rauf. Hüpf, hüpf. Uiuiui, da muss man ja aufpassen, dass man... Ja. Achso, nee, von der Leiter kann man keine Ausdauer verlieren. Das ist gut, wenn man normal hochklettert. Der ist immer noch da, der Krog. Wo ist jetzt der alte Sack schon wieder hin? Ey, Opa. Ach, da oben. Ich schon sagen, Mensch, jetzt macht's mal hier kein Riesengeheimnis da draus. Auch nur am Lachen, Alter. Gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Aha. König Roam, letzter König von Hyrule. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. 4 Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bandschwert auserwählte Held,
In uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden 4 vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den 5 Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln, so glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Den Tiefen unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die 4 Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Ganon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du. Du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie. Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Ganons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die 4 Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Weise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Oh, also leicht Gänsehaut. Nimm schon das Parasegel, wie versprochen. Parasegel. Das Parasegel hat dir der König von Hyrule auf dem vergessenen Plateau überlassen. Drücke in der Luft B, um zu gleiten. Boah, also an einigen Stellen in der Story hatte ich leicht Gänsehaut bekommen. Meine Fresse. Nun kannst du von den steilen Klippen dieses Plateaus ohne Frosch nach unten gleiten.
Alles, was ich weiß, habe ich dir gesagt. Meine ganze Hoffnung ruht auf dir, Link. Boah, na das war ja meine Einleitung. Neues Hauptziel, besiege Ganon. Also meine Vermutung liegt stark, dass man sich jetzt auf direkten Wege in das Schloss Hyrule begeben könnte und Ganon herausfordern könnte. Aber das werden wir mit unserer jetzigen Ausrüstung, glaube ich, kaum schaffen. So, ich sollte mich Richtung der Zwillingsberge bewegen. Ja, jetzt können wir ja getrost hier runter hüpfen. Ist das geil. Na, das ist doch mal ein Feeling. Aber es verbraucht leicht Ausdauer, ne? Also man kann nicht ewig fliegen. Oh, ich dachte schon. Ich sterbe. Geil. Und das Dorf Kakariko, also wo er diesen Namen erwähnt hat. Ein Dorf namens Kakariko. Oh, da kam ja alles hoch. Oh, geil. Da freue ich mich schon riesig drauf. Mensch, endlich ein Dorf hier zu sehen, wo vielleicht Bewohner sind. Hammergeil. Weil bis jetzt ist die Welt ja wirklich sehr, sehr verlassen, muss man sagen. Hammergeil. So, und jetzt kann ich mich über meine Karte, über meine derzeitige aufgedeckte Karte hinunter bewegen. Jawohl. Königreich Hyrule. Oder wie ich immer so gerne sage, Hyrule. Das sind keine Pflanzen, die man jetzt aufheben kann. Schade. Oh, es öffnen sich neue Wege. Herrlich. Aber die Karte deckt sich nicht automatisch auf, ne? Also, ja. Aktuelle Position hier unten. Hat er jetzt das Schloss da eingezeichnet? Ja. Oh, so weit weg ist das noch. Impa die Weise. Hier habe ich mir, glaube ich, noch zwei Schreine markiert, die aber nicht auf dem Plateau lagen. Also die auf dieser aufgedeckten Karte. Da ist ein Fuchs. Ah, der haut schon ab. Mist. Was sind denn das für ganze... Sind das Schmetterlinge oder was ist das? Was sind das alles für Käfer? Jetzt sind die weg. Das sind Libellen, ne? Ein Falke. Da ist auch ein Ausguck. Ich denke mal von den Bockblinds. Der Fuchs haut immer weiter ab. Mann. Nervig. Das wird... Hier hast du aber auch das Verlangen, fast überall anzuhalten, überall nachzusehen. Wobei, wenn man das zum späteren Zeitpunkt macht, hat man halt einfach mehr Möglichkeiten. Wenn man jedes Item freigespielt hat, was man freispielen kann, hat man einfach mehr Möglichkeiten. Deswegen macht es jetzt eigentlich relativ, ja, noch nicht allzu viel Sinn, hier wirklich jeden Grashalm umzudrehen, jeden Stein. Wir könnten uns aber ein bisschen Fleisch besorgen. Das könnten wir tun. Schade. Die hauen ab. Kriegt also nur einen Geflügel. Nehmen wir natürlich mit. So, hoffentlich ist der Fuchs jetzt nicht... Ah, der Fuchs haut ab. Oh. Was ist das? Ach du Kacke. Ach du Kacke. Uiuiuiui. Ibarok. Hyljasee Nord. Aha. Gibt's davon mehrere? Na Mami. Warte, ich probiere da mal gleich mal was aus. Bomben? Ach, na klar. Komm her. Blöde Bombe. Na schön, weg ist er. Uiuiuiui. Du kleiner Mistkerl. Na warte, du Mistkröte. Mensch, ich versuche jedes Mal zu... Jetzt? Ja, er fällt. Wo ist jetzt seine Schwachstelle?
Ah, da unten. Nee, ich würde doch keine Bombe werfen, Mensch. Jetzt kippt er um. Wow, schön. Nee, ich kann auch nicht jederzeit auf den hoch. Ui, das war ein kleiner Fehler meinerseits. Schnell was essen. Ah, essen wir gleich mal das Grillwild. So. Jetzt hat er wieder alle zwei Arme. Jetzt war ich mit einmal One-Hit? Vorhin hat er doch mir gerade mal ein Viertelherz abgezogen und jetzt bin ich mit einmal One-Hit? Also ich glaube, man muss den mit Bomben, sobald seine zwei Arme weg sind oder mit der Bombe, da kniet er ja so nach unten, muss man hoch auf den Buckel klettern und gegen dieses komische Kristall da oben auf seinen Rücken hauen. Ich weiß nicht, war das der jetzt oder war das der nicht? Ach nee, wo mein Kreuz ist natürlich, da war der. Also ich würde ihn jetzt natürlich gerne besiegen, ne? Das ist keine Frage. Ich will ja wissen, was der so droppt. Was der droppt. Er droppt mir ein Masterschwert. Och, was haben wir denn jetzt hier ausgerüstet? Ach, nehmen wir mal die. Oh, hab ich zu früh erwischt. Ja, na klar, meiner. Mann, Mann, Mann. Och, ich komme da nicht hoch. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ey. Na sag mal. Fliegt noch weiter weg, ja. Hä? Das ist jetzt aber nicht mehr feierlich hier. Manu. Der ist ja unfair. Ist mir ja schön Pilze reingehauen. Ibarok, Hyjasee Nord. Beste. Kommst du nicht hoch? Ey, na das ist doch doof. Der ist gar nicht so einfach, Mensch. Also zumindest mit meiner jetzigen Ausrüstung habe ich so das Gefühl. Ich kriege auch zu viel Damage. Bin ja auch noch nackt, so gut wie nackt, bloß einen kleinen Stoff um. Solltest du fein besser nicht frontal. Okay, ja, das ist ja klar. Also zu besiegen ist er auf jeden Fall. Aber schwer. Probieren wir es nochmal. Also einmal probiere ich es noch. Alle guten Dinge sind drei. Und dann nehmen wir natürlich ein besseres Schwert, weil falls ich doch mal an die Stelle rankommen sollte, wo der jetzt ist. Bist du das? Ja, das bist du. Relativ schwer dagegen, muss ich schon sagen. Ja, da ist das Ding auf dem Buckel. Da muss man dran. Mann, ey. Jetzt gibt er um. Aber nur ganz kurz. Ja, die Arme kann man wegsprengen. Och. Man kann nicht gerade stehen. Na, wie soll ich denn da jetzt angreifen? Wenn ich hier nicht stehen kann. Einmal kurz getroffen habe ich ihn. Schön. Komm. Wo ist denn das Ding? Och, das ist doch doof. Kleine Mistkröte. Ey, Mann. So, jetzt springe ich dir die Arme weg. Mistkröte. Komm, jetzt hier hoch. Ach, das Ding ist so weit unten. Och, ich bin doch so doof. Das gibt's doch gar nicht.
bin so doof. Hau ab. Einmal schlagen, das war's. Wo hat denn jetzt meine Bombe hingeschlagen? Och, Doofkopf. Du bist ein richtiger Doofkopf, weißt du das? Mann. Ist klar, ne? Ich habe gerade erst was gegessen und schon kriege ich wieder voll vor die Mütze hier. Mann, Mann, Mann. Ja, okay. Dann lassen wir den erstmal weg. Wir machen den mal an einem anderen Tag, in einer anderen Folge. Da kriegt er die Mütze voll. Das sage ich Ihnen jetzt schon. Ach, dass das so schwer ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß es nicht. Ich habe den irgendwie... Man klettert hoch auf den Buckel, kann gerade mal einen Schlag verpassen, dann bückt er sich so, dass du aber schräg stehst. Und wenn du schräg dran hängst, kannst du ja nicht zuhauen. Das ist das Problem. Und mit Pfeilen, ich möchte jetzt nicht so viele Pfeile verschwenden, um Gottes Willen. Das hat jetzt erstmal gar keinen Sinn. Dann lieber mit Waffen, wo man dann etwas mehr Schaden macht. So, hier kann ich mir ein paar Teilchen holen, ne? Die Fässer gehen auch nicht kaputt, hä? Ach, nehmen wir eine Bombe, ist doch besser. Eine Bombe, hab ich gesagt. Eine Bombe. So. Ablegen. Ja, da war was drinne. Da war ein Apfel. Okay, ein Apfel. Nur ein verdammter Apfel in dieser ganzen Kiste, oder was? In den drei Fässern. So, antike Schraube, nehmen wir natürlich alles mit. Oh, hier ist ein Pilz. Noch eine antike Schraube. Kisten zerstören wir natürlich auch. Oh, da kommen ja die Äpfel rausgekullert, herrlich. Ein Bernstein, war das jetzt? Ja, das war, glaube ich, auch in dem Fass drin. Müssen wir natürlich alles mitnehmen hier. Können ja nichts unberührt liegen lassen. Eichel? Eine Eichel. Eichelartiges Geschicke hat der Mensch. Eichelartiges Geschicke. Bam, bam. Hier fliegen die Äpfel nur so durch die Gegend. Was liegt da? Ein Bogen? Holzbogen. Ja, der hat ja noch weniger Angriff. Das lohnt sich überhaupt nicht. Das lohnt sich nicht. Oh, da ist was. Warte mal, wie kann man... Ah, Pfeile wechseln wir hier. Okay. Ich wollte jetzt aber mal... Doch, den Reisepunkt kann man schon lassen. Jawohl. Da steckt noch ein Holzschwert. Ein Holzschwert, sag ich schon. Holzschwert. Sieht das etwa aus wie ein Holzschwert? Rostiger Zweihänder. Hat aber viel Attack. Würde ich gerne austauschen gegen. Ja, schmeißen wir das Ding fort. Uhu. Hat's gemacht. Uhu. Da glänzt noch irgendwas. Holzpfeile. Da liegt auch noch irgendwas rum. Ist hier noch irgendwas drin? Ja, hier ist eine Kiste. Na wunderbar. Ein Reisebogen. Na okay. Da tauschen wir den Bogen. Hatte ich nicht irgendwie einen schwächeren? Ja, gegen den hier. Den hier können wir ja wegschmeißen. Das machen wir auch gleich mal. Den schmeißen wir weg. Gut, jetzt habe ich ja theoretisch wieder Platz in der Kiste. Der hat wenigstens eine Tech mehr. Besser als nix. Ja, dich nehmen wir mit. Ach, Mensch. Uhu. Die explodiert eine Bombe. Kann der Uhu trotzdem noch Uhu machen. Wieso gehen die Kisten nicht kaputt? Schieben kann man sie. Jetzt. Oh, was ist das?
Verrostetes Schwert. Nee, das brauchen wir nicht. Uhu. Verrostete Hellebarde. Früher mag ein stolzer Ritter sie geführt haben, aber sie war so lange Wind und Wetter ausgesetzt, dass die Spitze stark beschädigt ist. Nein, brauchen wir auch nicht. Was will ich mit verrosteten alten Sachen? Da liegt noch ein Apfel. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Okay, wir bewegen uns auf jeden Fall schon mal Richtung die Zwillingsberge da oben. Richtung Kakariko. Hä? Na klar. Wo kam der Felsen jetzt her, bitte? Oh, was sind denn das für Viecher dort? Oh, der Felsen ist ganz schön schwer. Kann man den sprengen? Ja, roll doch erstmal weg. Genau, roll erstmal weg. Jetzt muss ich wieder warten, bis die Abklingzeit abgelaufen ist. Nee, springen wird nichts. Der zuckt bloß mal kurz. Wo bitte zum Teufel kam der Felsen her? Das kann ich mir jetzt nun gar nicht erklären. Da ist ein Fuchs. Fuchsi, Fuchsi, Fuchs. What does the fox says? Geil. Ich find's cool. Was gibt's denn hier? Wild. Wild kann man doch nie genug haben. Muss man aufpassen. Die sehen irgendwie stärker aus als stinknormale Bockblinz. Habe ich so das Gefühl. Mit was für prügeln wir die mal? Na komm. Komm. Put, 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 put. Ach, komm her, komm. Ist mir jetzt scheißegal. Steh auf. Was gibt's für eine Mütze? Ich hau's um, wa? Also die halten definitiv mehr aus als die normalen. Moblins sind das. Moblinhauer. Stoß sein besiegtes Moblin. Es ist zu hart, um Werkzeuge rauszuschleifen. Kann aber zusammen mit Insekten zu wertvoller Medizin verarbeitet werden. Moblinhorn, dieses Horn hat einmal einen Moblinkopf geziert als Zutat in herkömmlichen Rezepten, hat es bisher wenig Preise gewonnen, als Medizinzutat hat es sich jedoch bewährt. Okay, was ist das? Bockkeule. Nee. Das nehmen wir nicht mit. Ja, gut, so zieht das natürlich nicht viel ab. Komm her, Jüttepetter. Da zerbricht gleich. Das heißt, da macht mehr Damage. Jawohl. 200 zwar zerbrochen. Aber egal. Nehmen wir dafür den Speer mit. Ey, da ist ein Schwein. Da ist ein Schwein. Da ist noch so einer von diesen Teufelsbiestern. Ah, aber nur zustechen kannst du damit, ne? Also es ist nicht gerade so eine effektive Waffe. Hä? Ich wollte doch ausweichen, meine Güte. Hat aber nicht gemacht, irgendwie. Naja, erstmal was essen. So, reicht. Ich hüpfe doch, wieso weicht er nicht aus? Meine Güte. Und er lebt noch. Ja, er lebt noch. Knochen ist zerbrochen. Oh, na schön. Muss ich die nächste Waffe nehmen. Jetzt aber. Meine Güte. Jetzt nehme ich auch mal so eine Keule mit. Boah. Ein paar Viecher. Das ist eine alte zerbrochene Kutsche. Ein Bernstein. Feuerstein. Wenn man mit einem Gegenstand aus Metall draufschlägt, entstehen Funken und die Feuerholz in der Nähe entzünden. Praktisch, aber nach einem Schlag geht er kaputt. Das sagt doch jetzt alles, dass man quasi ein Lagerfeuer mit dem Feuerstein anmachen kann. Da haben wir es doch.
Nur noch mehr davon finden. Bestmöglich. Hier ist schon wieder so ein Turm. Aber diesmal kann ich ja versuchen hochzuklettern, weil ich muss nicht wieder runterklettern. Ich kann ja einfach mein Parasegel zücken. Machen wir das mal. Hier ist erstmal... Ach, komm her. Werfen es doch auf R. Wow. Oh, die Äpfel, die fliegen aber weit weg. Sollte mir vielleicht angewöhnen, das nicht immer alles mit der Bombe zu machen. Vielleicht kriegt man die Kisten irgendwie anderweitig kaputt. Oh, da hat es den Fuchs verscheucht. Mann, Mann, Mann. So, jetzt kann ich da ruhig getrost hochklettern. Das macht hier überhaupt nichts. Das ist zwar relativ hoch, also allzu oft springen sollte ich nicht. Alles cool. Umso höher man kommt, umso mehr pfeift der Wind. Ah, schaff's gar nicht. Ich darf da wahrscheinlich gar nicht springen. Ah, komm. Probieren's jetzt nochmal. Ohne zu springen, weil ich glaube, springen ist zwar schneller, aber es verbraucht mehr Ausdauer, als wenn du normal hochkletterst. Ja, definitiv. Definitiv. Das merkt man schon. Also so schaffe ich es auf jeden Fall. Ich hoffe es zumindest. Ne, über die Hälfte haben wir schon. Ausdauer ist noch nicht ganz die Hälfte. Jetzt haben wir die Hälfte weg. Ja, sollte klappen. Und ich denke, das ist einfach nur so ein kleiner Ausguck. Also, dass man hier sich einen besseren Überblick über die Karte verschaffen kann, wo man denn noch alles hin möchte. Das muss so schwer sein, negativ zu klettern. Das ist aus dem Winkel. Aber es reicht auch gerade so. Ach, hier sind auch immer Kisten drauf. Na schön. Ein Saphir, ein wertvoller Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Aufgrund seiner Farbe wird ihm nachgesagt, die Kraft des Eises zu enthalten. Er zielt sehr hohe Preise. Wird wohl zum Verkaufen geeignet sein? Wobei mir aber irgendwie was sagt, dass ich daraus Eispfeile machen kann. Ich weiß es nicht, weil irgendwie die Kraft des Eises, das war jetzt so ein kleiner Wink. Okay, wo hatte ich jetzt den Schrein gesehen? Da ist die große Brücke. Da ist noch ein Schrein, da müssen wir hin. Da ist noch ein Schrein. Ist ja der Wahnsinn. Und hier war in der Nähe auch ein Schrein. Nehme ich zumindest mal an. Ich hatte doch hier irgendwo einen Schrein gesehen. Bin ich blind? Hier war doch irgendwo ein Schrein, Leute. So blind kann man doch nicht sein. Ich bin vorhin hier lang gelaufen und habe doch einen Schrein gesehen. Oh, hier ist ein Wegweiser. Was steht da Schönes? Zwillingsberge geradeaus. Nach rechts geht's zum Hylia-See. Ja, man sieht leider nicht viel auf meiner Karte. Aber es würde da zum Hylia-See gehen. Und ich hatte hier vorhin irgendwo einen Schrein gesehen. War das... Da war ich noch... Wo war ich denn da? Oh, da hängen Haufen Pilze an der Wand. Na, die holen wir uns doch glatt. Oh, wow. Hier fliegen immer mal ein paar Felsen ab. Jetzt waren es diesmal zwei. Ist ja gefährlich hier. Sportling. Naja, das macht ja nichts. Erstmal kurz ausruhen. Den holen wir uns natürlich auch noch. Sportling. Irgendwas muss ich mir da draus mal kochen, dass ich dann schneller laufen kann. Da springen wir am besten erstmal hoch, kurz ausruhen. Und runter. Ach, wisst ihr. Gut, da haben wir sie. Ja, ja, ist doch gut jetzt, lass los. Wo habe ich den Schrein gesehen? Mensch, das war doch hier ganz in der Nähe. Bin ich denn so blind? Schleim. Nehmen wir mit. Irgendwo habe ich doch hier den Schrein gesehen. Das war ganz in der Nähe. Bin ich mir doch fast sicher. Das sieht aus wie... Nee, Metall wird das nicht sein. Ja gut, da würde ich sagen, speichern wir mal an dieser Stelle ab und sehen uns in einer weiteren Folge mit Holy Moly von Barockers Gaming.